Yo, Leute, was geht ab? Team Bubble hier. Heute mit einem Review zu Nick Cross oder Nick Cloth. Habt ihr wahrscheinlich schon ein paar gesehen und Deck-Profiles und so. Aber wenn ihr so seid wie ich, dann beschäftigt ihr euch mit einem neuen Deck erst wirklich, wenn ihr müsst. Also erst, wenn ihr auf einem Turnier dagegen spielen müsst oder wenn ihr vorhabt, das neue Set zu kaufen und Karten halt abchecken müsst. Ansonsten beschäftige ich mich davor halt so gar nicht damit. So wie eine Referat in der Schule oder so. Bis auf den letzten Drücker hinausziehen. Und für alle, die genauso sind wie ich, kommt eben heute das Review nochmal. Damit auch jeder dann endlich die Karten kennt. Hab sie mir schon mal angeschaut, aber nur einmal ganz kurz. Weil ein Kumpel von mir, Dennis von Team Ragnarok, der ist echt auf dem Deck hängen geblieben und schwemmt immer davon. Und dann habe ich es mir auch mal angeschaut. Shoutout an ihn und das war echt nicht schlecht. Aber bis seitdem habe ich die Effekte eigentlich schon wieder vergessen. Also, die kommen am 13. Februar raus, nächste Woche. Und das Themendeck befasst sich halt mit Ritualmonstern. Und was die Necros so stark macht, ist halt ihre Konstanz. Sie haben halt zwei Effekte, ihre normalen Ritualmonster-Effekte. Und dann nochmal Effekte, die sich aktivieren können, wenn sie abgeworfen werden. Und viele von den Effekten können sich auch gegenseitig alles suchen. Und die Ritualzauberkarten haben auch noch eigene Effekte, wodurch ihre Aktivierung halt kein Minus macht. Dadurch sind sie halt eben nochmal stärker als normaler Ritualmonster bisher. So ähnlich wie Shadow Fusion vom Konzept her. Für Fusion halt. Also die Necros haben 4 normale Monster, also Effektmonster, 8 Ritualmonster und 3 Ritualzauberkarten. Ein Effektmonster, ein Ritualmonster, Gungnir und eine Ritualzauberkarte sind im letzten Booster bereits bei uns erschienen. Mit den drei allein kann man das Deck halt noch nicht spielen. Jetzt kommt halt der Rest in The Secret Forces. Da haben wir als erstes Exa, Warrior of the Necros. Sein Effekt ist, wenn er tributet wird für einen Karteneffekt, kannst du einen Drachentyp Necros Ritualmonster von deinem Deck deiner Hand hinzufügen. Sprich, wenn er abgeworfen wird für eine Ritualzauberkarte, dann kannst du einen Drachen Ritualmonster auf die Hand holen. Wie ich das sehen kann, sind 2 davon Drache. Ich glaube, das sind eher die Schwächeren, also ich weiß nicht, ob man den jetzt spielen wird. Dann weiter zu seinem Effekt. Wenn er gebanished wird, kannst du einen deiner gebanished Necros Monster wählen, außer ihn selber, und die Spezialbeschwören. Klingt interessanter Effekt, aber da müssen wir erstmal weiterschauen, welche Karten überhaupt den Effekt haben, irgendwas zu banishen, um den Effekt zu aktivieren und zu nutzen. Dann haben wir Dance Princess of the Necros. Die ist bereits erschienen. Ihr Effekt ist, also wenn sie auf dem Feld ist, kann dein Gegner keine Karten auf die Aktivierung von Necros Ritualzauberkarten aktivieren. Und Necros Ritualmonster können nicht getargetet werden von gegnerischen Karteneffekten. Wenn diese Karte geopfert wird durch einen Karteneffekt, kannst du einer deiner gebannischten Necros Monster, außer sie selber halt, auf die Hand holen. Genau wie bei dem davor, wissen wir halt noch nicht, wie die Necros die Monster banishen werden. Deswegen können wir den Effekt noch nicht einschätzen. Und der Schutzeffekt ist nicht so stark, schätze ich mal. Ich weiß nicht, ob man den ausspielen will, also 1-6. Dann haben wir Archmage of the Necros. Wenn er tributet wird für einen Karteneffekt, kannst du einen Spellcaster, Necroth, Ritualmonster von deinem Deck auf die Hand holen. Das sind auch wieder 2 Ritualmonster, die du dir dadurch holen könntest. Das wäre so mein Gungnir. Und der andere wäre Unicorn. Beide Effekte interessant. Weiterer Effekt von Archmage ist, wenn er gebanished wird, kannst du einen Necroth-Monster von deinem Deck auf den Friedhof schicken. Und da stellt sich auch wieder die Frage, was der Rest der Necros Monster noch so kann, um diesen Effekt einschätzen zu können. Wir wissen halt noch nicht, ob wir irgendwas millen wollen, ob wir irgendwas aus dem Grave nutzen können. Deswegen werden wir das noch sehen. Das letzte Nicht-Ritual-Monster ist Shreed, Caster of the Necros. Sein Effekt ist, dass du ihn halt benutzen kannst für ein Ritual-Summon, indem du halt nur ihn opferst. Brauchst du halt nicht alle Sterne, sondern nur ihn. Und wenn er geopfert wird für einen Karteneffekt, kannst du einen Warrior Necros Ritualmonster von deinem Deck auf die Hand holen. Das ist halt der Rest der Ritualmonster, das sind 4. Und zwar Trishula, Valkyros, Bryonic und Clausulas. Also ziemlich stark, schätze ich mal, ist dieser Caster. Vor allem, weil er Trishula holen kann. Der ist ja legendär gefürchtet schon. Dann kommen wir zu den Ritualmonstern. Als erstes haben wir Necros of the Decisive Armor mit 3-3 ATK, der stärkste von denen. Sein Effekt ist, während des Spielzugs eines beliebigen Spielers
kannst du ihn abwerfen und dann eine Class Monster wählen. Und der bekommt 1000 ATK und 1000 Dev. Also eine Art Kalut für das Deck. Also das ist halt sein Abwerfeffekt. Und sein Feldeffekt ist, du kannst eine gesettete Karte von deinem Gegner wählen, die zerstören und dann banishen. Also wie ihr sehen könnt, schon zwei sehr starke Effekte. Als nächstes haben wir den legendären Necros of Trishula. Sein Abwurfeffekt ist, während des Spielzugs von beiden Spielern, wenn ein Necros Monster getargetet wird von einer Karte oder einem Effekt, kannst du ihn abwerfen und die Aktivierung negieren. Okay, ich denke mir halt, was ist das, Mann? Richtig krass. Du kannst halt zum Beispiel einfach so Schnappstahl von der Hand negieren oder Kompuls und sowas. Also richtig krass. Und sein Feldeffekt ist halt, dass du eine Karte vom gegnerischen Feld, von seiner Hand und von seinem Friedhof entfernen kannst, wenn er kommt. Und die Besonderheit ist halt, im Gegensatz zu Trishula, muss er alle drei Karten haben, um den Effekt zu aktivieren. Sprich, wenn du eins von den drei nicht erfüllen kannst, dann kommt der Effekt nicht durch. Aber richtig klasse Karte. Dann haben wir als nächstes The Cross of Valkyrus. Sein Effekt ist, wenn ein gegnerisches Monster einen Angriff deklariert, kannst du ein Necros Monster von deinem Friedhof banishen, ihn discarden, den Angriff negieren und die Battle Phase beenden. Also so eine Art Battle Fader ist interessant. Und da haben wir halt den ersten Effekt, der die Necros banished, um deren zweiten Effekt zu aktivieren und wieder was auf die Hand zu holen. Echt interessant. Dann sein Feldeffekt ist, du kannst ein oder zwei Monster von deiner Hand oder von deinem Feld opfern und für jeden eine Karte ziehen. Das Krasse ist, die Effekte von den Nicht-Ritual-Monstern aktivieren sich halt dadurch, weil es ein Karteneffekt ist. Sprich, du kannst was für die ziehen und dann nochmal was suchen. Da könnt ihr auch schon sehen, wie konstant das Deck einfach ist. Alles sucht sich selber irgendwie. Als nächstes haben wir Necros of Gungnir. Die ist bereits draußen bei uns. Du kannst sie halt abwerfen, um ein Necros-Monster zu wählen. Und es kann diese Runde nicht zerstört werden, egal durch Karteneffekt oder Kampf. Und ihr Feldeffekt ist, dass du in jeder Runde, beliebigen Runde, also deiner und der gegnerischen, eine Necros-Karte discarden kannst und dann eine Karte auf dem Feld zerstören. Recht interessant, das ist halt Quick-Effekt, heißt du kannst ihn unchainen auf bestimmte Sachen. Und zum Beispiel Clifford Scout auf Effekt, Aktivierung, kannst du unchainen, zerstören und dann kann er nicht suchen. Und hat trotzdem gezahlt zum Beispiel, also ganz interessant. Aber im Gegensatz zu den anderen ein bisschen schwächer, also ich glaube den spielt man jetzt eher nicht. Necros of Bryonic. Du kannst ihn discarden, um ein Necros Monster von deinem Deck auf die Hand zu holen, außer ihn selber halt, was der klasse ist, weil du kannst alles suchen, du kannst jedes Ritualmonster holen und die vier Nicht-Ritualmonster, egal was du brauchst. Das ist sozusagen das Reinforcement des Decks. Dann sein Feldeffekt ist, du kannst ein oder zwei Monster wählen, das vom Extra-Deck speziell beschworen wurde und mischt die wieder zurück ins Deck. Okay, auch richtig krass. Den wird man wahrscheinlich dreimal spielen, weil einfach der Sucher ist. Und ausgehend von seiner Rarität wahrscheinlich einer der zwei teuersten mit Brionok, mit Trishula. Dann haben wir Katastor. Du kannst ihn discarden, um ein Necros-Monster aus deinem Friedhof speziell zu beschwören. Okay, einfach so Monster Reborn. Und sein Feldeffekt ist, dass zu Beginn des Damage-Steps, wenn ein Necros-Monster gegen ein gegnerisches Monster, das aus dem Extra-Deck beschworen wird, kämpft, dann wird das Monster zerstört. Also so ein ähnlicher Effekt wie Construct, Shadow Construct. Oh, nur, dass er halt allen Necros-Monstern den Effekt gibt. Und wer schon mal gegen Construct gespielt hat, weiß, wie stark der Effekt ist. Und er gibt es halt einfach allen. Und das ist ein Reborn für alle Necros-Monster. Also einfach krank. Dann haben wir Necros of Unicorn. Du kannst ihn discarden, um eine Necros-Karte und deinem Friedhof auf die Hand zurückzuholen, außer ihn selber halt. Sprich, du könntest ihn discarden, um Brionok zurück auf die Hand zu holen und dann alles zu suchen, was du willst. Also hast du sozusagen 6 Searcher in dem Deck, richtig krass. Und sein Feldeffekt ist, dass du alle offenen Monster-Effekte negieren kannst, die aus dem Extra-Deck speziell beschworen wurden. Also so eine Art Skill-Drain für Extra-Deck-Monster. Das letzte Ritual-Monster ist Clausulos. Du kannst ihn discarden, um eine mit Klaus Spell und Trap Card von deinem Deck auf die Hand zu holen. Traps gibt es halt noch keine. Damit kannst du halt die 3 Ritual-Zauberkarten holen. Das Kranke ist, du kannst Brionok discarden, um Clausulas zu holen. Und dann Clausulas discarden, um eine Ritual-Zauberkarte zu holen. Oder den Kerl davor kannst du discarden, um Clausulas zurückzuholen noch vom Grave. Und dann seinen Effekt zu aktivieren und die Ritual-Zauberkarte zu holen. Also richtig krank, konstantes Deck. Und Clausulas
Feldeffekt ist, du kannst ein Monster wählen, das speziell beschworen wurde vom Extra-Deck. Seine ATK werden zu 0 und seine Effekte werden negiert. Nicht so stark. Also sein Sucher-Effekt ist halt stark. Dann kommen wir zu den Ritual-Zauberkarten. Ihr habt schon gesehen, die Ritualmonster sind richtig krank. Richtig starke Effekte, und wenn die Zauberkarten jetzt auch noch so starke Effekte haben, dann kann ich echt verstehen, wieso das Deck so gehypt ist. Als erstes haben wir Necros Exomirror. Damit kannst du halt jeden Ritual beschwören. Das Klasse, wie ich hier gerade lese, ist, du kannst halt normal wie jede Ritual-Zauberkarte von der Hand oder von dem Feld opfern. Und hier steht jetzt auch noch, oder Necros-Monster von deinem Friedhof verbannen. Nicht nur, dass du umsonst Ritual beschwören, also ohne Kosten zu zahlen, du kriegst sogar noch die Effekte von den Monstern, die aus dem Grave gebanished werden. Also anstatt Kosten zu zahlen, machst du sogar plus 1. Ist richtig krank. Und dann hat es noch einen Effekt, wenn es im Grave ist. So, wenn du kein Monster beherrschst, kannst du diese Karte und eine Klaus-Monster von deinem Friedhof verbannen und eine Klaus-Zauberkarte von deinem Deck auf die Hand holen. Sprich, wenn du 0 Handkarten hättest, könntest du 2 Karten aus deinem Grave banishen, die eine Ritual-Zauberkarte holen und durch den gebanischten seinen Effekt zum Beispiel Brionak holen. Und mit Brionak holst du dir jedes Ritualmonster, das du willst. Und mit Exomirror kannst du sogar Exomirror holen. Sprich, du brauchst kein Monster auf der Hand, um eine Ritualbeschwörung zu beschwören. Du kannst einfach aus dem Grave die Monster benutzen. Heißt, du kannst mit 0 Karten plus 3 machen. Also mit 0 Karten kannst du ein Ritualmonster beschwören und dir dann nochmal was auf die Hand holen. Weil du ja mit dem zweiten Exomirror dann wieder was banished für die Ritualbeschwörung. Das ist richtig krank, Mann. Dann die zweite Ritual-Zauberkarte ist Necros Kaleidomirror. Effekt, du kannst ein Monster von deiner Hand oder deinem Feld opfern, um eine Ritualbeschwörung durchzuführen. Ganz normal. Und jetzt kommt's. Du kannst auch ein Monster von deinem Extra-Deck auf den Friedhof legen für die Ritualbeschwörung. Sprich, du kannst wieder umsonst Ritual beschwören. Okay, und das Krasse ist, Kaleidomirror hat denselben Friedhof-Effekt wie Exomirror. Du kannst die Karte selbst und eine Klaus-Monster banishen vom Friedhof und dir dann wieder eine Klaus-Zauberkarte auf die Hand holen. Richtig krank. Vor allem, weil das beide können. Und zu Kaleidomirror, eine Combo habe ich schon gesehen. Ich glaube, die kennt jeder. Du kannst damit halt Quasar auf den Friedhof legen und dann Exo-Beetle beschwören. Mit dem rüstest du Quasar aus dem Grave an ihn an. Und Quasars Effekt ist halt, wenn er vom Spielfeld geht, kannst du einen Shooting Star specialen. Also auch wenn er als Equip vom Spielfeld geht. Dann die letzte Ritualkarte ist Necros Cycle. Die ist schon rausgekommen bei uns. Um sie zu aktivieren, musst du Monster von deiner Hand oder deinem Feld opfern. Also genau wie normale Ritual-Zauberkarten. Aber dann kannst du ein Necros Ritualmonster von deiner Hand oder deinem Friedhof speziell beschwören. Und wie die anderen zwei hat es auch den Effekt, wenn es im Friedhof ist, kannst du das und ein Necros-Monster banishen, um dir wieder eine Zauberkarte auf die Hand zu holen. Ich glaube, die wird jetzt nicht so oft gespielt, weil mit den anderen zwei banisht man halt immer die Monster und hat dann nichts im Friedhof, das man halt dann wieder beschwören will. Außerdem hat man dann Kataster, den man einfach abwerfen kann, um die Monster aus dem Grave wieder zu specialen. Also ist die, glaube ich, nicht so nötig. Ja, das waren die Necros-Karten. 15 Karten waren es. Ein Effekt kranker als der andere. Überall plus, abwerfen, suchen, banishen, Ritual umsonst, alles wieder specialen. Also richtig krank und zu Recht den bisherigen Hype verdient. Also kann man nichts dagegen sagen. Tja, das war das Review, Leute. Ich hoffe, ihr kennt jetzt alle Effekte. Also ich kenne sie jetzt und ich bin echt schockiert. Es wird auf jeden Fall ein How to Side Against Necros geben, weil das Shit echt zu krank ist. Ansonsten war's das, Leute. Wie immer liken, kommentieren und subscriben. Schaut unsere anderen Videos an und ciao.